Unser Hotel lag im Gatje-Latte. Weißt du, von da sind wir rumspaziert. Wir waren in Boutiquen, in Galerien. Paris ist so unfassbar schön. Und das Allerschönste war, dass ich Rebecca ganz für mich alleine hatte. Sie hat sich so Mühe gegeben, mir wirklich jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Du hättest die beiden sehen sollen, wie echte Profis. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Also, wenn wir später nur halb so locker sind, dann sind wir echt gut. Rebecca? Wir haben ein Problem. Die Rocky Mountains haben sich in glatte Babypopos verwandelt. Also, ich finde die Aufnahmen super. Wie gesagt, sie wurden bearbeitet für den Blow-Up. Ja, wir haben ja auch nichts dagegen, wenn so ein kleines bisschen geschönt wird. Aber wir wollen doch auf den Fotos auch so aussehen, wie wir wirklich aussehen. Ja, um ehrlich zu sein, ich finde auch, dass ein bisschen viel retuschiert worden ist. Kein Problem. Ich rufe den Fotografen an und sage ihm einfach, er soll ein bisschen weniger Filter drauflegen. Ganz ehrlich, Rebecca? Wir hatten schon beim Shooting so ein komisches Gefühl. Weißt du, dieser ganze Technik-Hype, Windmaschine, und es fehlte bloß noch, wir sollten uns auf einem Motorrad regeln. Unsere Kollektion hat doch eine ganz andere Philosophie. Ehrlich und für Frauen in unserem Alter. Was sollen wir jetzt eurer Meinung nach tun? Wir würden das Shooting gerne wiederholen. Ohne diesen ganzen Technik-Schnickschnack und, ja, ich weiß nicht, der Fotograf. Nein. Weißt du, stimmungsvolles Licht, alles nicht so bierernst, ein bisschen frecher, ja, mit Augenzwinkern. Also, ich weiß nicht, ich meine, jeder Fotograf hat seinen eigenen Stil und ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die euren Vorstellungen vielleicht näher kommt. Ah, da sind sie ja. Oh, schön sieht das aus. Bisschen posen. Okay, jetzt post einfach mal so ein bisschen am Sofa oder nehmt euch Accessoires auch gerne. Ja, schön. Super. Voll gut. So. Bisschen das Bein. Die Mäntel ruhig mal anlassen, ein bisschen. Oh. Ist es die Schulter? Ja. Ja, die Schulter, ja, super. Ihr sagt uns, wenn was nicht gut aussieht. Oh, ja. Ja, das mit den Federn ist super. Ja. Wow. Mm. Ja, schön. Oh, ja. Oh. Danke. Vielen, vielen Dank. Auf den großen A short tail. Let's drive it on them like this. Oder? Hat irgendjemand noch eine Idee? Nein, ich glaube, es ist genug. Sei denn, wir bekommen Justus noch mal in unsere Mitte. Der ist vorhin so schnell in die Küche abgedüst. Ich glaube, das Gewürzregal muss trinken. Also ja, der Arme, für den war das alles viel zu viel. Aber wir möchten euch danken. Vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Gerne. Ihr seid Bombe, ihr Zeug, wirklich. Ach, es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ich könnte das jede Woche machen. Oh nein. Aber das ist ja auch genau die Botschaft. Wer sich sexy fühlt, der ist sexy. Genau. Und an dem Plakatwänden wird niemand achtlos vorbeigehen können. Ihr seid bald Stadtgespräch. Mhm. Oh. Der arme Hemke. Naja, da muss er durch. Also, auf einen erfolgreichen Start unserer Dessous-Linie. Auf euch. Auf uns. Auf euch. Sacré-Cœur Paris zu unseren Füßen, ganz oben mit ihr allein. Ja, mit gefühlt 1000 anderen Touristen. Ich fand's trotzdem total romantisch. Weil ich dich mal wieder ganz für mich alleine hatte.
Willst du nicht rangehen? Nein, ich rufe später zurück. Unsere Pause ist nur so kurz. Die Auszeit hat dir richtig gut getan. Vor ein paar Wochen hättest du noch keine Sekunde gezweifelt. Tja, ich weiß jetzt, was wirklich wichtig ist. Und ich dachte schon, ich habe gar keine Chance gegen Tore. Ich werde nicht zulassen, dass sich irgendetwas zwischen uns drängt. Das klingt gut. Darauf sollten wir anstoßen, und zwar heute Abend. Ja, heute Abend. Darüber wollte ich noch mit dir reden. Ich habe da leider einen Termin. Echt? Mit wem? Mit, Dr. Sandberg. Ja, wir treffen uns in seinem Hotel. Wieso im Hotel? Keine Ahnung, war seine Idee. Du weißt ja, er ist wichtig für LCL. Er will die nächste Kollektion für seine Kaufhauskette nachordern. Uns bleibt ja immer noch Paris. Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Ich wollte dich fragen, ob du mich zu dem Termin begleiten möchtest. Ja, du wärst mir eine große Hilfe und vielleicht ist der Termin mit Sandberg schnell erledigt und dann könnten wir noch was zusammen machen. Gut, dann komme ich gerne mit. Soll ich noch irgendwas vorbereiten? Hm, nicht nötig. Bis später. Einen Termin mit Rebecca von Lauenstein? Dann muss ich einmal ganz kurz in den Kalender gucken. Nee, heute Abend hat sie schon einen Termin. Der steht nur hier gar nicht drin. Ach so, nein, Entschuldigung. Dürfte ich Sie vielleicht zurückrufen? Danke. Guten Tag, LCL. Marlene von Lahnstein ist am Apparat. Es geht um den Termin heute Abend mit Dr. Sandberg. Nee, ich muss wirklich sagen, dass Schulz sich gar nicht so schlecht angestellt hat. Ja, ich bin schon gespannt auf den Artikel. Aber jetzt muss ich wirklich los. Ich dachte, wir gehen das Konzeptpapier noch mal durch. Heute Abend geht leider nicht. Marlene und ich, wir haben so ein kleines Jubiläum. Ich habe da eine Überraschung vorbereitet. Das ist mir total unangenehm. Das muss irgendwie untergegangen sein. Ja, ich find's klasse, wenn Sie es so kurzfristig noch einrichten können. Danke. Ja, klar, ich schicke Ihnen die Adresse. Gut, dann sehen wir uns später, ja. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay. Marlene denkt, wir haben einen beruflichen Termin. Also, falls du ihr über den Weg läufst, pst. Ach, und ich habe ihr noch nichts gesagt von, dass wir, du weißt schon. Und ich denke auch inzwischen, dass es besser ist, dass sie es nie erfährt. Kein schlechtes Gewissen mehr? Doch, immer wieder. Aber ich glaube, dass mein Seitensprung ja nur die Spitze von dem war, was zwischen Marlene und mir schiefgelaufen ist. Aber in Paris, da waren wir uns so nah wie schon lange nicht mehr. Marlene hat keine Ahnung, aber für mich hat sich das angefühlt wie ein Neuanfang. Wie eine neue Chance. Und die will ich nutzen. Dann tu das mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, den werden wir haben. Me, 'cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we walk through the door so accusing their eyes like they have any right at all to criticize. Hypocrites, you're all here for the very same. Cause you can't jump the track. I found what the world is searching for. Here, right here, my dear. I don't have to look no more. In all my days, I've hoped and I pray for someone just like you. Make me feel the way. So, da sind wir auch schon. Und ich bin mir ganz sicher, dass Rebecca von Lahnstein auch gleich. The way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you. Herr Dr. Sandberg, Entschuldigung, das ist alles ein ganz großes Missverständnis. Ich wollte meine Freundin überraschen und deshalb habe ich einen Termin mit Ihnen erfunden. Es ist mir wirklich sehr unangenehm, dass Sie mich so sehen mussten. Glauben Sie mir, ich habe schon bedeutend unerfreulichere Dinge gesehen. Tja, aber da ich ja nun schon mal da bin, bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Abend und vor allen Dingen einen ungestörten Abend zu wünschen. Dankeschön und entschuldigen Sie noch mal vielmals. Kein Ding. Die Überraschung hat aber geklappt. Gibt es einen besonderen Anlass für das alles? Mhm, ja. Ich gratuliere dir zum Jubiläum. Jubiläum? Ja.
Wir sind heute 1 Jahr und 6,5 Monate zusammen. Was? Entschuldige, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hoffe, du verzeihst mir nochmal. Ja. Das ist wunderschön. Das ist alles nur für mich. Ja. Aber jetzt stoßen wir erstmal an. Warte. Ich packe als allererstes mein Geschenk aus. Ist doch bestimmt eine Nachricht von Dr. Sandberg. Ich weiß nicht, ob ich die lesen will. Er schreibt, dass er sich auf ein baldiges Meeting freut und dass er hofft, dass wir noch einen schönen Abend hatten. Boah, ich kann den nie wieder unter die Augen treten. Komm schon, das war doch bestimmt ein total prickelndes Erlebnis für den, das er allen erzählen wird. Ja, bestimmt nicht seine Frau. Naja, gut, ihr vielleicht nicht, aber seinen Geschäftskollegen. Und dass wir beide zusammen sind, das ist nun wirklich kein Geheimnis. Ach, das ist der Vordruck des Interviews von Tore und Caro. Tore und Giselle. Caro, sie hat ihre Schwester vertreten. Und wie es scheint, hat sie es wirklich rausgerissen. Also die Journalistin, die schreibt hier in den höchsten Tönen von ihr. Caro Schulz, die Wundertüte. Die Frau überrascht mich immer wieder. Mhm, mich auch. Weißt du, nach außen hin sieht die echt aus wie so eine lebende Büroklammer. Ist wahrscheinlich nur die perfekte Tarnung. Scheint so. Warum ist denn Caro eigentlich für ihre Schwester eingesprungen? Nach den ganzen katastrophalen Schlagzeilen, da muss Giselle doch nach positiver Presse lechzen. Mhm, tut sie auch. Deswegen hat sie sich auch ein Chemiepeeling gegönnt. Total idiotisch. Jetzt hat sie einen Ausschlag bekommen, sieht aus wie ein Mettbrötchen. Shit. Das hat die doch gar nicht nötig. Die sieht doch super aus. Ja, sonst wäre sie auch nicht das Gesicht von LCL. Aber wie so viele Models ist sie wohl nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ach, jetzt komm schon. Es sind immer die schönsten Frauen, die am meisten an sich zweifeln. Dann muss sie an sich arbeiten. Das geht nicht, wenn man so ein großes Modehaus repräsentiert. Stell dir mal vor, das wäre vor der LCL-Show passiert. Ich meine, da wäre sie jetzt weg. Wenn Tanja davon erfährt, dann benutzt sie das sowieso, um Giselle rauszuschmeißen. Ja, meinst du? Du kennst doch Tanja. Ich hoffe, Giselle lernt daraus. Ich gehe dann mal wieder. Eine Termine für heute. Oh, danke, Schatz. Tschüss. Tschüss. So. Giselle? Hey! Lass mich in Ruhe. Was ist denn passiert? Es ist doch egal. Ist ja eh alles aus. Was ist denn aus? Ich bin gefeuert. Nicht, dass ich wüsste. Hey, jetzt beruhig dich erstmal. Danach frischen wir dein Make-up auf und du erzählst mir ganz in Ruhe, was passiert ist, ja? Das kann ich dir sagen. Ihr seid doch alle gegen mich hier. Ihr denkt alle, ich bin zu alt für LCL. Und unprofessionell. Ach, Quatsch. Wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Ich meine, okay, die Einzige, die noch ein klitzekleines Problem mit dir hat, ist Tanja. Aber die haben wir im Griff. Alle wollen, dass du LCL repräsentierst. Sebastian, Tore. Und Rebecca nicht. Doch, natürlich. Rebecca, die steht voll hinter dir und wenn Rebecca hinter einem steht, dann kann man sich darauf verlassen. 100%. Ja, ausgerechnet. Du müsstest doch selber am besten wissen, wie gut man sich auf Rebecca verlassen kann. Bitte? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wie? Hast du schon vergessen, dass sie dich mit Tore betrogen hat? Im Kleiderfundus? Ich habe überlegt, dass wir viel mit Farbschattierungen arbeiten und dann stimmen wir das Farbkonzept auf Giselles Typ ab. Irgendwie sowas oder so. Hat dich meine Idee sprachlos gemacht oder hat jemand was im Kaffee getan? Ich sehe schon, deine Überraschung für Marlene war ein voller Erfolg. Wir hatten so ein paar Startschwierigkeiten, aber dann, ist himmlisch. Startschwierigkeiten? Ja, das erzähle ich dir lieber nicht. Das ist ein bisschen zu peinlich. Oh, ich liebe peinliche Sachen. Oh, komm. Oh, nein, ich weiß nicht. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte.
Hallo. Ja, die Leitung von Los. Oh, ich würde sagen, da hat wohl jemand eine Nachtschicht geschoben. Als ich gegangen bin, waren nur noch 3 Personen hier. Hellström und 2 Frauen. Und wer waren jetzt diese 2 Frauen? Also gut. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Sie, Rohling! Ja, wir hatten Sex im Kleiderfundus. Aber das war eine einmalige Sache und wird sich niemals wiederholen. Marlene, bitte hör mir zu. Nee, ist schon okay. Wenn dir Tore wichtiger ist als ich. Was hat denn jetzt Tore damit zu tun? Naja, offensichtlich verbringst du lieber ein Arbeitswochenende mit ihm als ein paar schöne Tage mit mir in Paris. Hey, sag mal, willst du nicht rangehen? Hallo? Jemand zu Hause? Unterwäsche auf dem Hotelbett. Ja, und auf einmal stand Dr. Sandberg vor mir. Ich wäre am liebsten gestorben. Aber er hatte Verständnis. Doch, Verständnis ist gut. Ihr habt ihm eine Männer-Luxus-Fantasie erfüllt. Ach komm. Ist doch so. Jeder Mann träumt davon, in so eine Situation reinzuplatzen. Oder am besten nicht bloß zuzuschauen, sondern auch noch. Jetzt hör mal auf. Ich sage nur, wie es ist. Nein, aber ich freue mich wirklich, dass es zwischen dir und Marlene wieder gut ist. Ja, darüber freue ich mich auch. Ach, guck mal, da ist sie ja. Ich bin gleich wieder da. Marlene? Ich habe vor lauter Stress nicht mehr verstanden, um was es eigentlich geht. Und das wäre? Um uns natürlich. An dem Spruch, man muss ständig an der Beziehung arbeiten, da ist was dran. Und das will ich tun. Weil ich dich liebe. Hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Warum warst du vorhin so schnell weg? Marlene? Hey, ist alles in Ordnung? Ist irgendwas passiert? Hier ist was passiert. Was meinst du? Hier hast du mit Tore geschlafen. Sag mir, dass es nicht wahr ist. Es tut mir leid. Marlene, bitte glaube mir, es hatte überhaupt nichts zu bedeuten, nichts. Deshalb hast du es mir auch nicht gesagt, oder was? Ich wollte es dir sagen, aber dann waren wir uns wieder so nah und... Warum? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Weil du gerade Lust hattest und Tore gerade greifbar war? Nein. Was? Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Fehler war. Wie oft habt ihr es getan? Jedes Mal, wenn du gesagt hast, du musst länger arbeiten? Nein, das war nur ein einziges Mal. Und ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen, aber es geht nicht. Wirklich, es hatte nichts zu bedeuten. Es fühlt sich für mich an, als wäre es nie passiert. Wie schön für dich. Für mich fühlt sich's verdammt beschissen an. Marlene, jetzt warte doch mal. Marlene, bitte. Super, das hier muss ganz dringend an alle Gewerke. Ja, super, erst umrennen und sich dann verpissen. Du sollst dich echt mal dringend um deine Freundin kümmern, die steht total neben sich. Als wäre es nie passiert. Es tut mir leid. Warum? Warum? Ich wollte es dir sagen, aber dann waren wir uns wieder so nah. Und auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Fehler war. Wie oft? Thank you.
dran. Rebecca? Ich habe eine Frage wegen den Moodboards. Ich bin mir nicht sicher, was die Hintergrundfarbe betrifft. Ich habe Absinthgrün genommen, aber vielleicht wäre Biskaya-Grün besser? Soll ich das selbst entscheiden? Machst du das sowieso, oder? Wie, warum? Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich fürchte nicht. Habe ich was vergessen? Du hast mit Marlene geredet. Warum? Ist das der Dank dafür, dass ich dich zu meiner Designassistentin gemacht habe? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Du hast Marlene von Tore und mir erzählt. Was? Jetzt tu doch nicht so unschuldig. Ich habe dich extra gebeten, nichts zu sagen. Da konntest du dir wohl nicht verkneifen. Ich schwöre hoch und heilig, dass ich kein Wort gesagt habe. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich weiß es nicht. Das wird Konsequenzen haben, das verspreche ich dir. Ich habe wirklich nichts gesagt. Wodka, doppelt. Okay. Einen doppelten Wodka. Ist alles in Ordnung mit dir? Vergiss die Frage noch ein. So schlimm? Schlimmer. Dein Handy. Jessica. Marlene, wo steckst du? Bist du nicht auf der Arbeit? Nein, bin ich nicht. Wieso nicht? Weil es mir nicht so gut geht. Frauenprobleme. Ach so, ich dachte schon was Schlimmes. Rebecca sucht dich überall. Sie hat schon ein paar Mal bei mir und deiner angerufen. Und? Vielleicht rufst du sie mal zurück. Hör zu, das ist also wirklich nicht deine Sache, ja? Habt ihr Stress? Was ist passiert? Auch das ist nicht deine Sache und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Willkommen im Club. Was hat sie davon? Nichts, deswegen glaube ich auch nicht, dass sie das war. Wer denn sonst? Das wusste doch niemand. Spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle mehr. Entscheidend ist, dass sie es erfahren hat, bevor du es ihr sagen konntest. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Sie geht nicht mal mehr an ihr Handy, verdammt. Sie ist sauer und verletzt, ist auch logisch. Was war's dann? Bei uns hat sie in den letzten Wochen eh die ganze Zeit nur gekrieselt. Eigentlich seit Marlene ihren Gesangsjob an den Nagel hängen musste. Und dann hat sie die ganze Zeit mit ansehen müssen, wie ich Karriere mache und immer weniger Zeit für sie hatte. Und? Hat sie dir das ständig aufs Brötchen geschmiert? Nein. Ich weiß, wie viel sie zurückstecken musste, aber sie hat sich nicht einmal beschwert. Weil sie dich liebt. Toll. Ich habe sie betrogen. Es war doch nichts Emotionales, es war doch nur Sex. Das sieht sie aber anders, was ich total nachvollziehen kann. Was mache ich denn jetzt? Liebst du sie? Ihr denkt doch immer nur an euch selbst. Ja, die Lahnsteins. Ein einziger Haufen von verdorbenen, selbstverliebten Egomanen. Was Rebecca da alles für mich getan hat in den letzten Wochen, weißt du? Die Nacht in dem Luxushotel, das Wochenende in Paris. Mit Romantik hatte das doch alles gar nichts zu tun. Damit wollte sie mir nur ein schlechtes Gewissen einreden. Wahrscheinlich, ja. Wenn ich nur mit Rebecca nach New York gegangen wäre. Warum bist du es nicht? Weil sie dann plötzlich hier Karriere machen wollte. Weißt du, Karriere mit Tore Hestul. Das Geschäft ist alles doch immer wichtiger als die Liebe. Und darauf trinke ich. Übrigens, mit uns beiden war das anders damals. Ach, weißt du was? Schwamm drüber.
Wie sagt man so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Das fühlt sich so scheiße an. Und was tut man dagegen?